Diese fünf legendären Regisseure haben keinen einzigen Regie-Oscar gewonnen. Die Liste der Schauspielstars, die lange keinen oder nie einen Oscar gewannen, ist lang. Doch auch einige Regisseure, die zu den größten aller Zeiten gehören, wurden von der Academy sträflich ignoriert. Nummer 1 auf dieser Liste ist kein geringerer als der wohl größte Regiename aller Zeiten, nämlich Alfred Hitchcock. Werke wie Vertigo, Das Fenster zum Hof und Psycho machten ihn zu einem der gefragtesten Filmemacher der Welt und sein Einfluss gilt noch immer als riesig. Er war 5-mal nominiert für Rebecca, Lifeboat, Spellbound und die beiden Klassiker Das Fenster zum Hof und Psycho. 1955 verlor er mit Fenster zum Hof gegen den zugegeben grandiosen Ilya Kazan, der in dem Jahr mit Die Faust im Nacken antrat. 1961 musste er sich dem ebenfalls starken Konkurrenten Billy Wilder und seinem Film The Apartment geschlagen geben. Noch verrückter ist jedoch, dass er für Vertigo nicht einmal eine Nominierung erhielt. Der Thriller mit James Stewart gilt heute als Hitchcocks bester und einflussreichster Film und belegt bei All-Time-Great-Listen wie dem Sight & Sound Ranking regelmäßig einen der vordersten Plätze. Der nächste Regisseur auf der Liste ist Spike Lee. Und ja, ich gebe zu, dass man durchaus mit einer sehr wechselhaften Filmografie argumentieren kann, die nur wenige Meisterwerke beinhaltet. Dennoch ist es verrückt, dass er weder für seine Klassiker Malcolm X und Nola Darling noch für das Meisterwerk Do the Right Thing, für mich einer der besten Filme aller Zeiten, einen Regie-Oscar erhielt. Ja, sogar seine erste Nominierung in der Kategorie Beste Regie gab es für keinen der genannten Filme, sondern erst 2019 für BlacKkKlansman. In dem Jahr gewann er dann auch den Preis für das beste Drehbuch, nachdem er 2016 von der Academy schon für sein Lebenswerk geehrt wurde. Der nächste Regisseur ist noch einer aus der Kategorie Legenden der Filmgeschichte. Denn Stanley Kubrick, ja, ihr habt richtig gehört, der große Stanley Kubrick hat für keinen seiner unzähligen Klassiker einen Oscar für die beste Regie bekommen. Und die Liste ist lang. Full Metal Jacket, The Shining, Lolita, Eyes Wide Shut und das waren gerade einmal die Filme, die von der Academy überhaupt nicht beachtet wurden. Für seine größten Werke wurde er zwar nominiert, verlor aber mit Dr. Strangelove gegen My Fair Lady, mit dem wegweisenden 2001 eine Odyssee im Weltraum gegen Carol Reed's Oliver, mit A Clockwork Orange gegen William Friedkin's The French Connection und mit Barry Lyndon scheiterte er an Milos Forman und Einer flog übers Kuckucksnest. Doch auch wenn die Konkurrenz in jedem Jahr stark war, so gehört es zu den größten Skandalen der Oscar-Geschichte, dass dieser einflussreiche Regisseur immer wieder leer ausging. Da ist es schon absurd, dass der einzige Oscar in seinem Regal über die Spezialeffekte von 2001 A Space Odyssey zu ihm kam. Und wenn dir das Video gefällt, dann gib gerne einen Daumen nach oben und abonnier den Kanal. Noch bevor Kubrick seine Filmmagie entfalten konnte, gehörte Charlie Chaplin zu den größten Filmemachern der Welt. Denn auch wenn er in erster Linie als legendärer Schauspieler bekannt ist, auch als Darsteller gewann er, by the way, keinen einzigen Oscar, saß er bei den meisten seiner Filme auch auf dem Regiestuhl. Goldrausch, Lichter der Großstadt, Moderne Zeiten, Der große Diktator, keiner dieser Meilensteine bescherte ihm einen Oscar in der Regiekategorie. Neben zwei Ehren-Oscars bekam er jedoch auch eine kompetitive Auszeichnung und zwar für die beste Filmmusik im Film Rampenlicht von 1952. Doch das ist angesichts seiner Filmografie definitiv nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der letzte Regisseur auf dieser Liste hat noch genau eine Chance, seinen ersten Regie-Oscar zu gewinnen. Zumindest wenn er sein Versprechen hält, nach dem 10. Film aufzuhören. Die Rede ist natürlich von Quentin Tarantino. Seine ersten 9 Filme bescherten ihm 3 Regienominierungen. Trotz seinem unvergleichlichen Fußabdruck auf der Popkultur der 90er und 2000er Jahre blieb ihm eine Regieauszeichnung jedoch bislang verwehrt. 1995 verlor er mit seinem wohl größten Film Pulp Fiction gegen Robert Zemeckis und Forrest Gump. Mit Inglourious Basterds musste er sich The Hurt Locker von Catherine Bigelow geschlagen geben und 2020 hatte er mit Once Upon a Time in Hollywood ehrlich gesagt wohl keine Chance gegen den großartigen Bong Joon-ho und seinen Film Parasite. Seine Arbeit für Kill Bill, Reservoir Dogs und Jackie Brown wurde von der Academy überhaupt nicht beachtet. Er bekam bislang zwar keine Regieauszeichnung, dafür konnte er bereits mit 2 seiner Drehbücher gewinnen und zwar mit Pulp Fiction und Django Unchained. Sollte er mit seinem 10. und letzten Film ebenfalls keine Auszeichnung erhalten, dann geht einer der bekanntesten und einflussreichsten Filmemacher der letzten 30 Jahre leer aus. Welcher Regisseur ohne Oscar hätte deiner Meinung nach eine Auszeichnung verdient und welcher Regisseur ist für dich der beste aller Zeiten? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.